Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Anne Gellinek. Guten Abend. Das mit dem vorösterlichen Frieden in der Ampelkoalition ist schiefgegangen. Die Freude über einen schnell verabredeten Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch währte nur bis zum nächsten Zeitungsinterview des FDP-Finanzministers. Christian Lindner lobt darin zwar die Einigung auf Regeln für die Klimawende, sticht aber sogleich ins nächste Wespennest. Die Kindergrundsicherung, ein Herzensthema der Grünen, verortet der Finanzminister unter Projekten, die wünschenswert, aber derzeit nicht realisierbar seien. Tja, dass die Grünen das nicht lustig finden, ist auch klar. Nicole Diekmann über neuen Streit zwischen den immer gleichen Koalitionspartnern. Ein warmes Essen am Tag. Für viele Kinder gibt es das nur dank Hilfsprojekten. Ein Instrument im Kampf gegen Kinderarmut ist die Kindergrundsicherung. Ihre Reform hat sich die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Projekt dieser Koalition. Und deswegen muss sie auch ein klares Signal senden an die Ärmsten in unserer Gesellschaft, dass sie unterstützt werden. Und deswegen müssen wir da auch über relevantes Geld reden. Aber die Ampel redet nicht, sondern sie streitet. Die Ministerin will die Leistungen ausweiten und fordert 12 Milliarden. Heute erneut klare Absage vom Bundesfinanzminister, der unter anderem auf das bereits erhöhte Kindergeld verweist. Insgesamt stellen wir Familien und Kindern 7 Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung. Das Wesentliche für die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan. Mehr ist immer wünschenswert, aber nicht immer möglich. Die SPD springt Lindner zur Seite. Es gehe nicht darum, die Zahl der Anspruchsberechtigten zu steigern, sondern die Zahl derer, die die Kindergrundsicherung auch wirklich beantragen. Derzeit ist es so, dass nur etwa ein Drittel der Eltern und Kinder, die den Kinderzuschlag bekommen könnten, ihn tatsächlich auch beantragen, weil es einfach zu kompliziert ist und weil die Leute auch was anderes zu tun haben. Sozialverbände üben massive Kritik. Die Familienministerin hat ca. 12 Milliarden Euro angemeldet für die Kindergrundsicherung. Und ich finde, darüber sollte jetzt nicht verhandelt und gefeilscht werden, sondern hier geht es tatsächlich um ein Projekt, das extrem wichtig ist für Menschen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, Autobahnen ausbauen, Menschen fördern, wäre für mich die Entscheidung klar, ich würde Kinder und Jugendliche fördern. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Während die Ampel seit Wochen über mögliche Lösungen streitet, sind sich CDU und Linkspartei ausnahmsweise einig. Sie halten keine davon für richtig. Der erste Baustein muss ja sein, dass wir dafür sorgen, dass Familien, dass Kinder, die einen Anspruch haben, schon heute ihn auch bekommen, die Leistungen bekommen. Und Stand heute verändert sich nichts. Also da gibt es keine Vorschläge, wie wir das verbessern können. Und erst der zweite Schritt ist dann, über die Höhe zu diskutieren. Und da brauchen wir uns ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber machen, weil sich die Ampel selber völlig uneinig ist. Wenn man sich die Rekordgewinne von großen Energieunternehmen ansieht, von großen Nahrungsmittelunternehmen, warum hat die Ampel keine wirkliche Übergewinnsteuer eingeführt und damit die Einnahmeseite des Haushaltes gestärkt? Dieses Geld brauchen wir dringend, um gegen Kinderarmut vorgehen zu können. Wie weit will die Ampel sich strecken? Die Kindergrundsicherung, eine weitere grundlegende Frage, in der die Koalition über Kreuz liegt. Fragen wir nach bei Theo Koll in Berlin. Theo, warum macht Christian Lindner das jetzt, wo sich die Koalition doch gerade zusammengerauft hatte? Ja, für Christian Lindner und für die FDP ist die Einhaltung der Schuldenbremse natürlich eine der Grundfesten liberaler Programmatik. Und da er krisen- und kriegsbedingt ja den finanziellen Rahmen des Haushalts schon mehrere Male durch gigantische Schattenhaushalte verletzt hat, steht er, glaube ich, jetzt nicht zuletzt bei seiner politischen Anhängerschaft unter scharfer Beobachtung. Und die Ministerien haben insgesamt 70 Milliarden an Zusatzwünschen angemeldet, sodass Lindner nicht einmal Eckwerte vorlegen konnte. In dieser Haushaltslogik ist es dann eher folgerichtig für ihn, dass die Kindergrundsicherung mit den geforderten 12 Milliarden jährlich von ihm den politischen KW-Vermerk bekommt, also kann wegfallen. Der Koalitionsausschuss hat aber offenbar ja tiefere Wunden gerissen als zuerst gedacht. Wie gefährlich ist das für den Fortbestand der Ampel? Also ich halte die Ampel nicht für akut gefährdet, aber diese Dreierbeziehung hat jetzt den Punkt erreicht, dass ein Partner, in dem Fall die Grünen, schmerzhaft erfahren hat, dass er auf absehbare Zeit weniger geliebt wird. Überraschenderweise auch von der ihm ja politisch eigentlich näher stehenden SPD. Der Kanzler braucht für seine Macht zwar beide
Partner. Aber die FDP ist gefährdeter. Nach 5 verlorenen Landtagswahlen, weitere drohen ja jetzt, muss sie sich machtstrategisch aus der 5%-Todeszone wegbewegen können. Die Zugeständnisse im Verkehrsbereich waren da nebenbei eine klare Morgengabe der SPD an die FDP. Und wenn das auf Kosten des wahrscheinlichsten koalitionsinternen Kanzlerkonkurrenten Habeck geht, könnte auch das ein willkommener Nebeneffekt sein. Über Liebe und Nichtliebe in der Ampel. Vielen Dank, Theo Koll nach Berlin. Gerne. Wir können auch anders. So könnte man die neue China-Politik der EU beschreiben. Bisher hatte Europa und da besonders Deutschland mit dem China-Geschäft gut und gerne Geld verdient. Und US-Forderungen nach Einschränkung des Handels mit dem asiatischen Giganten stets skeptisch betrachtet. Nun aber scheint sich zumindest an der EU-Spitze etwas zu verändern. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat einen europäischen Strategiewechsel angekündigt. Es könne ja wohl nicht sein, dass europäische Firmen dem chinesischen Unterdrückungsapparat auch noch die passende Technologie verkauften. Am Mittwoch reist von der Leyen zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron nach Peking zum Gespräch mit Xi Jinping. Diesmal wohl in eher unterkühlter Atmosphäre. Die Stimmung ist beinahe heiter an diesem Montag im März. Da kommt ein Partner, kein lupenreiner Demokrat, aber der Herrscher über einen riesigen Markt. Man redet über ein gemeinsames Investitionsabkommen und wenig über Probleme. Es ist 4 Jahre her, dass Chinas Staatschef Xi diese Bühne Europas betrat. Seitdem hat sich viel geändert. Chinas Auftreten und Europas Blick darauf. So wie China militärisch aufgerüstet hat, hat es auch seine Politik der Desinformation und des wirtschaftlichen Drucks aufgerüstet. Wir sehen, dass China zu Hause repressiver wird und im Ausland selbstbewusster. Und Europa scheint aufgewacht, sieht, was China will und wogegen man sich wehren muss. Wenn Ursula von der Leyen diese Woche nach Peking reist, hat sie ein neues Werkzeug im Gepäck. Übt China wirtschaftlichen Druck auf einzelne Staaten aus, dann, darauf haben sich Vertreter von Ministerrat und EU-Parlament diese Woche geeinigt, kann Europa genauso zurückschlagen. Dann können wir Zölle setzen, wir können die Patente aufheben, wir können Marktzugangsbeschränkungen einsetzen, also einen ganz großen Korb von Gegenmaßnahmen, sodass Handelspartner weltweit wissen, wir sind bereit, auf Zwangsmaßnahmen schnell und klar zu reagieren. Das Gesetz richtet sich, das ist kein Geheimnis, vor allem gegen ein Land, China. Das bisher nicht auf das hört, was Besucher aus Europa fordern, am Freitag Spaniens Premier Sanchez. Auch dessen Appell, China möge sich von Russlands Krieg distanzieren, verhallt ohne Ergebnis. China kennt schließlich diese Zahlen zu Europas Abhängigkeit, etwa bei Rohstoffen, die Europa für die Energiewende braucht. 98% der seltenen Erden, die Europa importiert, kommen aus China, 97% des importierten Lithiums, 93% des importierten Magnesiums. Kann Europa sich da von China entkoppeln? Es ist denkbar, dass man sich von solchen Dingen löst, aber es wäre ein dramatischer Einschnitt für die Globalisierung. Es hätte heftige Effekte auf Preisentwicklungen. Es würde die Verfügbarkeit von zentralen Gütern natürlich nicht mehr erlauben. Also insofern ist die Frage, ob wir das wollen. Wir müssen uns nicht und wir wollen uns nicht entkoppeln. Aber Risiken minimieren, zum Beispiel, indem man nicht nur von China bezieht. Das ist das Gebot der Stunde. Das Risiko minimieren. Am Rande hat Europa darüber auch vor 4 Jahren schon gesprochen. Man hat es schlicht nicht gemacht. Und wir bleiben in Europa. Und da wurde heute gleich in 2 EU-Ländern gewählt. Damit beginnen die Nachrichten mit dir, Hanna. Ja, und da schauen wir zunächst nach Finnland. Dort zeichnet sich nach Schließung der Wahllokale ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den regierenden Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Marin und der konservativen Nationalen Koalition ab. Beide liegen nach ersten Ergebnissen mit etwa 20% der Stimmen gleich auf, dicht gefolgt von der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. In dem künftigen NATO-Land waren etwa 4,5 Millionen Menschen zur Parlamentswahl aufgerufen.
Und auch die Bulgarinnen und Bulgaren haben heute ein neues Parlament gewählt. Und zwar zum 5. Mal innerhalb von 2 Jahren. Nachwahlbefragungen sehen das liberale Reformbündnis und die konservative GERB-Partei nahezu gleich auf. Eine Regierungsbildung dürfte damit erneut schwierig werden. Seit 2 Jahren ist in dem EU-Land keine stabile Regierung zustande gekommen. Bulgarien gilt als ärmstes Land der EU und Korruption ist ein großes Problem. 7 Wochen nach der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben sich CDU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. In der neuen Regierung sollen beide Parteien je 5 Senatsverwaltungen übernehmen. Neuer regierender Bürgermeister und Nachfolger von Franziska Giffey würde CDU-Landeschef Kai Wegner. Das Heizen mit Gas werde in Zukunft sehr viel teurer. Das hat Bundesbauministerin Geiwitz bei Berlin direkt mit Blick auf die Heizungseinigung der Ampel verkündet. Der Zustand, mit billigem russischem Gas zu heizen, sei nicht wiederherstellbar. Mit Wärmepumpen spare man stattdessen auf lange Sicht. Geiwitz betonte zudem, bei möglichen Abwrackprämien für alte Heizungen seien unbürokratische Lösungen wichtig. Bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg ist nach Regierungsangaben ein bekannter russischer Kriegsblogger ums Leben gekommen. 25 Menschen wurden bei der Detonation des Sprengsatzes verletzt. Der Blogger mit dem Pseudonym Wladlen Tatarski befürwortete auf seinem Telegram-Kanal den russischen Krieg gegen die Ukraine. Die Hintergründe der Explosion sind noch unklar. In Polen sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den ehemaligen Papst Johannes Paul II. Gegen den Vorwurf zu verteidigen, dass er Kindesmissbrauch vertuscht habe. Die Proteste sind eine Reaktion auf einen Fernsehbeitrag, der Anfang März veröffentlicht worden war. Darin wird dem früheren Papst vorgeworfen, in seiner Zeit als Erzbischof von Krakau von Missbrauchsfällen gewusst und die Täter geschützt zu haben. Vor 60 Jahren ging das ZDF auf Sendung. Erst aus Provisorien bei Frankfurt am Main und in Wiesbaden. Seit 1984 dann vollständig von hier, aus dem Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg. Seit es das ZDF und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gibt, gibt es auch Kritik an ihm. Konservativer Schwarzfunk, spießig, provinziell. Oder aber zu links, zu grün, die Satire zu frech oder zu geschmacklos. Wir nehmen den 60. zum Anlass, um auf genau diese Debatte zu schauen. Christat Lepple hat sich bei Fans und Kritikern umgehört. Immer wenn Großes passiert, ist Fernsehen unverzichtbar. Das war vor über 50 Jahren bei der Mondlandung. Das wird auch so sein, wenn Menschen zum Mars fliegen. Live-Ereignisse, menschliche Herausforderungen oder Katastrophen gehören zum Kerngeschäft des ZDF. Seit 60 Jahren, seit fast 22.000 Tagen. Das ZDF war für meine Kindheit wirklich so die Babysitterin ein Stück weit. Ich bin sicher mit dem Personal des ZDF groß geworden. Ich kenne die Geschichten, ich kenne die Figuren. Das ZDF hat Generationen geprägt. Doch was wird vom Mainzer Sender heute nicht alles erwartet? Das ZDF soll kreativ, kritisch, innovativ, modern, ausgewogen, unabhängig, divers, inklusiv, transparent, klar, wahr und wach sein. Reicht das? Ich würde erwarten, dass das ZDF sich selbstkritisch in Frage stellt, dass das ZDF nie zufrieden ist mit dem erreichten Status und dass das ZDF nicht versucht, das, was ein TikTok oder ein YouTube tut, eins zu eins zu kopieren. Das wird nicht funktionieren. Wie erzählt man Familiengeschichten? Wie erzählt man Einwanderungsgeschichten, junge Geschichten, verschiedene Geschichten? Vielleicht auch ohne diesen Versuch, Menschen immer was zu erklären oder zu zeigen, wie es geht, sondern wirklich die Faszination, das Leben zu zeigen, so wie es in Deutschland eben auch jeden Tag stattfindet, in den Städten, in den Dörfern, wo auch immer. Wir haben auch im ZDF kein einziges Interviewformat, das mit Behutsamkeit, mit Langsamkeit, Meinungsbildung als etwas Offenes, Prozesshaftes, Verletzliches begreift, sondern wir haben Streitformate mit maximaler Rollenklarheit, mit Sofortbescheidwissertum, mit fertigen Positionen. Kritik gehört zum täglichen Brot der öffentlich-rechtlichen Sender. In letzter Zeit wurde sie eher lauter. Auch das ZDF heißt, es sei zu alt, zu teuer, zu bürokratisch.
Die Reizwörter lauten Zwangsgebühren, Selbstbedienung, üppige Gehälter, enger Meinungskorridor, Staatsnähe und Lügenpresse. Stimmt das? Ich glaube, je besser das ZDF die Mittel, die es erhält, nutzt, je kreativer es ist, je mehr es repräsentiert, was diese Gesellschaft sein kann, kritisch auf Themen guckt, desto lieber werden Menschen auch sagen, natürlich leisten wir uns das, weil die Demokratie sich das leisten sollte. Journalismus ist nicht mehr nur ein Beruf, sondern es ist eigentlich eine Kulturtechnik, die alle angeht, alle betrifft. Denn jeder ist unter den gegenwärtigen Medienbedingungen in dieser gigantischen Öffnung des kommunikativen Raumes selbst zum Sender geworden. Was heißt das für die Zukunft? Das ZDF für alle will im Fernsehen und online preiswert, faktenorientiert, informativ, unterhaltsam, kulturell vielseitig und verlässlich sein. Aber eines soll bleiben. Was immer man modernisiert beim ZDF, aber bitte nehmen Sie uns niemals die Mainzelmännchen weg. 60 Jahre ZDF. Grund zum Feiern, aber auch Gelegenheit zu selbstkritischer Bestandsaufnahme. Darüber wollen wir reden mit ZDF-Intendant Norbert Himmler. Guten Abend. Hallo. Die gute alte Tante ZDF wird 60. Sind wir nun jung gebliebene Rentner oder altes Eisen? Können wir weg? Ich finde, 60 ist doch ein tolles Alter. Man hat eine Menge Lebenserfahrung und man steht auch noch voll im Saft. Und von daher ist das, finde ich, ein prima Alter. Aber klar, wir haben traditionelle Programme, die es seit langem schon gibt. Das aktuelle Sportstudio Terra X natürlich. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch immer wieder neu erfinden. Neue Sender auch gründen, wie ZDF Neo und Info, die Mediathek vorantreiben. Und das ist der Spagat, der auch noch viele Jahre uns bestimmen wird. Trotzdem gibt es ja im Moment sehr viel Kritik an den öffentlichen, rechtlichen Sendern. Zu alt, zu schwerfällig, zu teuer, zu viele Mitarbeiter. Was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was andere nicht können? Ich finde, dass wir diese Kritik sehr ernst nehmen müssen, weil wir bekommen Geld von allen, also müssen wir für alle auch etwas bieten. Auch für alle muss was dabei sein im Informationsbereich. Tiefgründige Recherche zum Beispiel, ein gutes Korrespondentennetz, aber auch preisgekrönte Dokumentationen, unterhaltsame Filme und Serien. Ich glaube aber auch, dass die Kritiker verkennen, was wir leisten als ZDF, was wir jeden Tag leisten, 24 Stunden hier im Hauptprogramm, aber auch das gesamte Angebot, was wir bieten, die Digitalkanäle, die Partnerkanäle, den Kinderkanal zum Beispiel, die Mediathek und auch die ZDF-Heute-App. Das bekommen alle für 15 Cent am Tag. Und was bekommt man, wenn man an den Kiosk geht für 15 Cent? Also von daher, das ist auch eine beachtliche Leistung. Ich wäre froh, wenn man das am Geburtstag auch sehen würde. Trotzdem ist der Ton der Kritik ja schärfer geworden. Wo haben die Kritiker recht? Wo haben wir uns unglaubwürdig gemacht? Ich glaube, unglaubwürdig haben wir uns gar nicht gemacht. Glaubwürdigkeit ist gerade unser größtes Gut, im Journalismus, aber auch in allen anderen Bereichen. Aber wir müssen um diese Glaubwürdigkeit jeden Tag kämpfen. Wir müssen zusehen, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer auch immer wieder überzeugen. Aber wir sind unabhängig und auch die Werte zeigen, dass die Glaubwürdigkeit uns sehr zugesprochen wird, gerade auch in Krisenzeiten. In der Pandemie zum Beispiel oder jetzt auch, wenn wir Krieg in Europa haben, haben wir sehr hohe Glaubwürdigkeitswerte und die müssen wir aber immer wieder neu erkämpfen. Glaubwürdigkeit wird auch der ARD zugesprochen. Warum also brauchen wir denn zwei öffentlich-rechtliche Systeme? Ich finde schon gut und wichtig, dass wir zwei verschiedene Nachrichtensysteme zum Beispiel haben. Hier das Heute-Journal, was den Tag einordnet, hintergründige Informationen bietet, auch Themen setzt. Und das Gleiche macht dann im Anschluss dann an das Heute-Journal die Tagesthemen in der ARD. Das sorgt für Vielfalt, sorgt aber auch gleichzeitig für publizistischen Wettbewerb. Und von daher glaube ich, dass eine so große Demokratie auch genau so etwas braucht, gerade in Zeiten von Fake News und Falschinformationen, dass wir wirklich aufklären und mündige Bürgerinnen und Bürger haben. Was sagen Sie denen, die uns nicht mehr gucken, die keinen Fernseher haben, die sich belehrt fühlen, die den Eindruck haben, sie würden lieber Netflix gucken und trotzdem Gebühren zahlen müssen? Was sagen Sie denen? Merkt man, glaube ich, auch im Nutzerverhalten, wenn man sich umschaut. Das hat sich gewaltig verändert in den letzten Jahren. Und wir wollen ein ZDF für alle sein. Wir müssen wirklich für alle etwas zu bieten haben. Und gerade weil sich die Gewohnheiten so geändert haben, müssen wir auch darauf reagieren. In allen Genres auch Besonderheiten anbieten. Wir als ZDF haben gerade beschlossen, 100 Millionen Euro im Programm umzuschichten, um auch genau auf solche Zuschauerschichten zugehen zu können. Die Reichweite ist hoch, die wir haben in der Gesellschaft, weit über 80%. Aber die uns wenig sehen oder auch selten sehen, auf die müssen wir zugehen. Die BBC hat angekündigt, dass sie in 10 Jahren nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch online senden will. Also wie sieht das ZDF an seinem 70. Geburtstag aus? Oder welches ZDF übergeben Sie an Ihre Nachfolgerin?
Ich halte von diesen Prognosen nichts, dass in 10 Jahren es kein lineares Fernsehen mehr gibt. Ich glaube, dass man immer gute öffentlich-rechtliche Informationen und Unterhaltung braucht, egal ob man das auf dem großen Screen sich anschaut oder auf dem kleinen Tablet oder Handy oder was auch immer es in 10 Jahren geben wird. Wichtig ist aber, dass wir öffentlich-rechtlichen, guten öffentlich-rechtlichen, unabhängigen Rundfunk brauchen. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Demokratie und das wird man in 10 und 20 Jahren genauso brauchen wie heute. Sagt Norbert Himmler, ZDF-Intendant. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir machen hier nochmal mit Nachrichten weiter und mit Hanna Zimmermann. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Thüringen sind insgesamt 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter 5 19-Jährige. 3 weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf einer Bundesstraße bei Bad Langensalza. Nach Angaben der Polizei geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Der 45-jährige Fahrer habe keinen Führerschein gehabt. Die genaue Unfallursache ist allerdings noch unklar. 2 Fahrzeuge brannten komplett aus. Zum Sport und damit zunächst zu 2 Ergebnissen aus der Fußball-Bundesliga. Im Rhein-Derby trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach 0:0 unentschieden. Und im zweiten Spiel unterlag Werder Bremen zu Hause der TSG Hoffenheim mit 1:2. In der Formel 1 hat Weltmeister Max Verstappen erstmals den großen Preis von Australien gewonnen. In einem turbulenten Rennen lag der Red Bull-Pilot am Ende vor Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Aston Martin. Wegen verschiedener Unfälle war das Rennen auf dem Kurs in Melbourne insgesamt 3-mal unterbrochen worden. Und wir bleiben beim Sport in 7 Etappen um die Welt. 5 Yachten liefern sich seit Januar das Ocean Race, die wohl spektakulärste Segelregatta der Welt. Die 3. und schwierigste Etappe ist heute Morgen zu Ende gegangen. Von Kapstadt an Australien vorbei, rund um Kap Horn bis nach Brasilien. Über 27.000 Kilometer, 34 lange Tage. Der Gewinner, der deutsche Skipper Boris Herrmann vom Team Malizia, hätte zwischendurch fast aufgegeben, aber dann kam alles anders. Hermann Falkieser berichtet. Am Ende eines 5-wöchigen Segelturns der ganz besonderen Art ist bei Boris Herrmann und seiner Crew die Euphorie und zugleich Erleichterung allenthalben zu spüren und zu verstehen sowieso. Team Malizia landet als erstes in Brasilien an. Ich habe auch Energie jetzt aus der Etappe gezogen, weil es einfach so toll ist zu merken, wenn man versucht, irgendwie das Unmögliche dann wieder möglich zu machen, dann kann man auch wirklich belohnt werden. Und das ist so ein bisschen das Märchen unserer Etappe, unserer Südmeer-Etappe. Denn diese Königsetappe scheint für sie schon beendet, bevor es so richtig losgeht. Ein Vorsegel gerissen und schlimmer noch, der Mast auch. Mastbruch droht. Welch gigantisches Reparaturvorhaben in fast 30 Metern Höhe. Voll. Wie auf einem Kirmespendel. Der Coup gelingt und fortan pflügt die Sea Explorer 3 schier unwiderstehlich durch Südpolarmeer entlang der Eisberggrenze. Kompromissloses Segeln am Limit. Das Schiff des Deutschen erweist sich in rauer See als das stärkste, schnellste und wohl auch sicherste Boot, aber Sicherheit ist in diesem Zusammenhang vermutlich immer nur relativ. Gefahr lauert selbst im Schlaf. Rosi Kolper wird bei einem heftigen Schlag einer haushohen Welle aus der Koje geschleudert. Die Niederländerin ausgenockt mit Kopfverletzung und Gehirnerschütterung. Leichte Entwarnung erst am Tag danach. Ich flog von hier ab, rutschte etwa 6 Meter runter bis ins Leckwasser in der Bilge. Dann wird's mythisch, das sagenumwobene Kap Horn. Hier haben Boris Herrmann und Crew die Bugspitze vorn. Für mich an erster Stelle am Kap Horn zu sein, ist fast wichtiger, als das ganze Rennen zu gewinnen. Die Frage bleibt ja, wie klein ist eigentlich die Welt? Nach einer windbetriebenen Dreiviertelrunde um die Erdkugel liefert sich Malizia mit der bislang unbesiegten Schweizer Holz im PRB auf den letzten von mehr als 27.000 Kilometern einen irren Zielspurt. Ohne Drama kann Boris Herrmann offenbar kein Logbuch schreiben. Bei der Vendée Globe vor 2 Jahren der Zusammenstoß mit einem Fischkutter, diesmal reißt noch ein Segel.
aber der 41-Jährige setzt sich im letzten Sturm entscheidend ab. This is the final push. Push, push, push. Nach 34 Tagen, 17 Stunden und 10,5 Minuten gewinnt Team Alicia diese härteste Etappe des Ocean Race. Wir waren bis zuletzt unheimlich fokussiert und konzentriert. Vor allem wollte ich nicht wieder gegen ein Fischerboot fahren und das hat diesmal geklappt. Der Lohn? Eine erste salzfreie Dusche nach genau 5 Wochen. Vermutlich nicht die letzte am heutigen Tag. Salzfreie Dusche. Und wie immer am Sonntag geht's hier jetzt weiter mit unserem Ausblick auf wichtige Ereignisse der nächsten Woche. Zusammengestellt von Dalia Antar. Am Montag wollen Berliner CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Das Bündnis unter CDU-Landeschef Wegner und der noch regierenden SPD-Bürgermeisterin Giffey ist umstritten, auch unter den SPD-Kreisverbänden. Die Basis ist gefragt, bis 23. April stimmt sie über den Vertrag ab. Die CDU legt das Papier auf einem Parteitag vor. Turbulenzen an den Börsen, Rettungsaktion, Notübernahme. Am Dienstag wird sich die angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse zur Hauptversammlung treffen, nachdem sie von der größeren Rivalin UBS für rund 3 Milliarden Euro geschluckt wurde. Die Führung muss sich einstellen auf erboste Aktionärinnen und Aktionäre. Ab Dienstag werden die NATO-Außenministerinnen und Minister in Brüssel erwartet. Nach der Zustimmung der Türkei könnte der lang ersehnte NATO-Beitritt Finnlands besiegelt werden. Besprochen werden soll auch die militärische Unterstützung der Ukraine und der Umgang mit der China-Russland-Allianz. In Moskau wird am Donnerstag der belarussische Machthaber Lukaschenko auf Russlands Präsident Putin treffen. Erwartet wird, dass sie auch über die Stationierung taktischer und möglicherweise strategischer russischer Atomwaffen in Belarus sprechen. Und jetzt der Ausblick aufs Wetter, das sich deutlich freundlicher zeigt in den kommenden Tagen. Morgen scheint oft die Sonne. Im Nordosten und an den Alpen ist es stärker bewölkt, aber nur selten schneit es leicht. Bei mäßigem Nordostwind werden 3 bis 11 Grad erreicht. In den nächsten Tagen ändern sich die Temperaturen kaum. Der Dienstag wird überall freundlich. Ab Mittwoch kann es im Osten hier und da regnen. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Vienna Blatt und den Mordermittlungen im Wien der Jahrhundertwende. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und morgen begrüßen Sie hier Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.